Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Wir sind in Trantor. Und ihr habt mir was sehr Gutes in die Kommentare geschrieben. Das werde ich heute mal ausprobieren. Das heißt, es wird eine Testrunde. Dazu muss ich allerdings meine drei neuen Frachter wieder einfangen. Die sind jetzt natürlich schon wild drauf losgereist. Ja, super. Ein Megajoule Argon Prime. Kann die eigentlich noch was? Ja doch, 2,8 Millionen. Okay. So. Und zwar habt ihr... Sekunde. Erst muss ich das andere Schiff losschicken. Ich will heute nämlich zwei Dinge testen. Oh, das Schiffswerft. Da ist mein Energieversorger. Springe und fliege zu Station. Du kommst mal bitte zurück nach Trantor. Andockerlaubnis so. Erteilt. Kommando akzeptiert. Und jetzt hätte ich gerne meine drei Frachter. WVH 75, 76, 77. Das sind sie. Da sind Lehrlinge drauf. Genau. Du bist doch in Bereitschaft. Okay. Kommando abbrechen. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Wo bist du jetzt hin? Ach so. Richtig. Der hat ja seine Beschriftung geändert. Das heißt, das mache ich mit dir auch gleich. Kommando akzeptiert. Das heißt, jetzt müsste ich die hier oben finden. Eingehende Nachricht. Und da bist du. Am Otas Außenposten 2? Ja, richtig. Kommando? Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Info. Dein Frachtraum ist leer? Ja. Gut. Ich will es jetzt nämlich so machen. Also, ihr habt gesagt, das Kommando-Konsole. Handel. Wirtschafts- und Versorgungshändler, dass er nur bestimmte Produktlisten machen soll. Das heißt... Moment mal. Datenspeicher, Datenladen. So. Muss ich hier die dazu machen? Also. Ach so, warte mal. Nein, das ist der falsche. Wirtschafts- und Versorgungshändler. Ja. Lehrgangsteilnahme, Handel mit Stationskonto, nein. Freund-Feind kontrollieren, das ist klar. Handelsbedingungen. Du bist ein Händler. Herons Nebel ist klar. Sprungreichweite, Heimatsektor. 5. Ist klar. So. Jetzt will ich aber deine Ausnahmen. Station. Ach so, jetzt könnte ich die Station selber. Nein, ich will die Waren rausnehmen. Produktliste für Versorgung. Doch hier. Produktliste. Produkt hinzufügen. Jetzt zeigt er. Ach hier. Doch, das ist es ja. Ich dachte jetzt, weil es so wenig sind, dass es hier von der Station, wo er sitzt. Du sollst machen Rohstoffe, Mineralien. Und zwar Erz. Ja. Und Produkt. Ach so, du kannst nur eins. Stimmt, da musst du dich erst hocharbeiten. Dann machst du bitte jetzt Energiezellen. So. Du transportierst nur Energiezellen. Ja. Ja, und dann kannst du eigentlich wieder... Alles andere hatten wir geladen gehabt. Ausnahmen. Alles noch geladen. Irgendwas hat man verändert gehabt. Irgendwas hat man verändert gehabt. Letzte Folge. Spezielle Ausrüstung. Kampfdrohnen kannst du dir ruhig kaufen. Egal. Ja, nein, nein, ja. Ja, dann wirst du jetzt einfach Kommando akzeptiert. Losdackeln und einzig, ja, Energiezellen holen. So.
76. Ach so, der. Nee, das klappt nicht wie geplant. Weil der kann ja immer nur eins machen. Das heißt, den hier mache ich jetzt auf Erzhandel. Aber er kann ja dann nicht Erz und Silizium machen, sondern nur Erz. Weil er ja noch ein kleiner Lehrling ist. Das heißt, ich müsste den jetzt... Ich mache das auch. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Spring mal und fliege zu Station Heinrichsnebel. Undock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Vielleicht kriege ich mehr als einen Lehrling raus. Undock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Ach, der ist ja schon an der freien Argon-Handelsstation. Okay. Kommando, Kommandokonsole, Handel, starte Wirtschafts- und Versorgungshändler. Achso, warte mal, da muss ich ja erstmal den Händler entlassen. Genau. Kommando akzeptiert. Moskitorakete nicht installiert. Ja, ja, Waffensysteme nicht verfügbar. So. Navigation. Warte, nein, Handel. Starte Wirtschafts- und Versorgungshändler. So. Lehrling. Ist es schon, wa? Okay. Händler entlassen. Oh, warte, jetzt habe ich nicht geguckt. Wie heißt der? Chiron Keller. Also, Chiron entlasse ich jetzt. So, Handel. Laden. Und ich habe drinne Neol Flitz, Fiski. Fis, was? Fisti. Ah, Vorsicht mit dem Namen, mein Freund. Gut, das heißt, ich müsste dieses Spiel jetzt so lange führen. Hat die jetzt geladen? Ja. Wieder ein Lehrling. Also ich glaube, das wird nichts. Das müsste ich offscreen machen. Weil... Warte mal. Stopp. Wie heißt du? Andy Giorno. Wenn ich jetzt lade... Muss ich ihn entlassen? Ist immer noch Andy Giorno. Also, ich muss ihn entlassen. So. Datenspeicher. Daten laden. Wieder ein Lehrling. Niklas Gusta. Ja, mi Gusta, aber, nee, das wird so nichts. Das muss ich offscreen machen. Varen Fisti. Gut, wie gesagt, das mache ich offscreen. Also, ich will... Ja, wobei, ich kann ihn ja eigentlich losschicken, dann soll er sich hocharbeiten. Handelsbedingungen. Ja, ja, klar. Halt, hier war's. Produktlisten. Produktliste, Produkt hinzufügen. Mineralien. Erz. So. Und ich kriege ja von dir eine Nachricht. Ja. Warte mal, jetzt müsste eigentlich hier noch alles richtig stehen, wa? Genau. Genau, Sprungreichweite 5. Kommando akzeptiert. Ich probiere es mal mit dem. Und den anderen, warte ich ab. So, schließen, schließen, schließen. Weiß ich mich jetzt die 75 noch. Wo seid ihr drei hier? Hier. Genau, 76 hat doch keinen Befehl. Ja, und das andere ist, was ihr gefragt hattet, warum ich noch uralte Sektorhändler habe.
Das ist vor allem die Nummer 1. Hier, Universumshändler. Die sind einfach steinalt. Ich meine, der ist schon Produktionschef. Der ist jetzt schon unterwegs. Level 25. Der müsste wieder neu anfangen. Der müsste wieder bei Null anfangen. 1, 2, 3. Ja. Naja, wenn sie mal abgeschossen werden, dann, na sag schon. Dann wird es auch ein WVH. Also ich stelle keine neuen davon mehr ein. Das sind hier alles uralte Produktionschefs. Ja. So. Also ich stelle da keinen neuen ein. Warte mal. Wie viel Fracht hast du noch frei? 1500 hast du frei. Energiezellen. Wo bist denn du? Produktionskomplex Mittlerer Schild, Wolkenbasis Südost. Ja, pass mal auf, mein Freund. Erstens, Handel. MJ-Schild installiert. Zweitens, Kommando, Konsole, Navigation. Spring mal und fliege zu Station. Andockerlaubnis erteilt. Kommando Du wirst akzeptiert. nämlich jetzt in mein Agnufleisch abnehmen. So, dann habe ich den Frachter wieder frei. So, jetzt hat mein Fracht. Wo ist mein. Eingehende Nachricht. Genau, mein OTAS Energieversorger. Jetzt kommt der zweite Test. Also, ihr habt gesagt, wenn ich. 25 MJ-Schild transferiert. Warum hast du eigentlich 6 Schilde? 3, 4. Du hast 4. Brauchst nochmal 4, sind 8. Also brauchst du 12 Schilde. 25 MJ-Schild transferiert. Genau. So. Und damit Kommando, Kommandokonsolen, Navigation, springst du und fliegst zu Station. Nicht die OTAS. Schiffswerft, sondern das ist das Hauptquartier. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Und ihr habt gesagt, wenn ich vier Schilde dort verkaufe und dann kann ich mir danach einen L-Frachter kaufen, der diese vier Schilde braucht. Und zwar 3 Stück und kann mit diesen vier Schilden allen 3 Frachtern vier Schilde geben. Und das will ich jetzt ausprobieren. Das will ich jetzt ausprobieren, weil das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Aber sowas von. So, aber trotzdem brauche ich mehr Schilde. Und das heißt, mein Frachter hier. Genau. Wird jetzt einen Panzerungsfertigung. Ernsthaft. Panzerungsfertigung. 2 G. Oh, wo kriege ich eine 25er her? Enzyklopädie, Schilde. Ach nein, ich brauche die Fabrik. Fabriken, da. Argonen. WTF? Ich kenne die gar nicht. Eine 25er? Sekunde. Jetzt muss ich mal im Xadrian gucken. Xadrian ist der hier. Neu. Fabrik hinzufügen. Nee, nach Produkt diesmal. 25er. Ach, nur Paraniden und Split. Okay. 3,427 und 3,9. Eingehende Nachricht. Der braucht 48 Rasteröl. Zyklus ist derselbe.
Da komme ich mit den Split aber besser klar. Rastaöl habe ich, glaube ich, eine Fabrik. Wenn nicht, muss ich sie kaufen. Wo? Zyats Machtbereich, Ronkas Prüfung und Betrug des Patriarchen. Das bringt schon wieder meine Pläne durcheinander. Na gut. Wer ist jetzt angekommen? Militärlagerhalle ist angekommen. Erweiterte Optionen. Warenaustausch mit. Neuer Frachter 1. Argno-Fleisch. Transferiert. So. Neuer Frachter 1. Halt. So. Jetzt kommt der dran. Sektorkarte. Gelandete Schiffe. Neuer Frachter 1. Kommando, Kommandokonsole. Handel. Starte interne Warenlogistik. Ah, nee. Wirtschafts- und Versorgungshändler. So. Warte. Ich muss dir als Heimatbasis einstellen. Bing. Jetzt Kommando, Kommandokonsole, Handel, Start interne Warenlogistik. Produktliste der Heimatbasis. Produzenten und Verbraucher. Also. Achso, erst Produktliste. Produkt hinzufügen. Stoffreime. Nee, das ist doch nicht das, was ich haben will. Na gut. Das ist nicht das, was ich haben will. Handel. Wirtschafts- und Versorgungshändler. So. Genau. Ah, genau. Jetzt weiß ich, was ich haben wollte. Handelsbedingungen. Ach so. Nee, wie war denn das? Doch, interne Warenlogistik. Handel? Nee, externe Warenlogistik. Handel? War das interne? Produkte der Heimatbasis. Produktliste. Produkt hinzufügen. So. Wer soll mir bringen Stoffreime? Ja, da muss ich das wirklich so machen. Manuelle Eingabe. Das ist erst der Preis, wa? Genau. So. Energiezellen. Das kann ich ja immer weiter erweitern. Erz. Manuelle Eingabe. So. Okay. Und jetzt? Produzenten und Verbraucher. Produzenten. Nein, du bist kein Produzent. Verbraucher hinzufügen. Das klappt doch wieder nicht. Heimatbasis. Okay. Ressourcenproduktion Antigone. So. Jetzt Handel. Starte Wirtschafts- und Versorgungshändler. Genau. Warte. Jetzt muss ich hier haben, Produkt. Eingehende Nachricht. Nee. Handel, starte. Genau. So. Produzenten und Verbraucher. Produzent bin ich. Der Verbraucher ist in Trantor. Der Otas Außenposten. Genau. So. Und die Produzenten sind. Nein. Ja. So, dann Produzent hinzufügen.
Reimwerk, ja. Und Produzent hinzufügen. Oh. Warum kann ich meine Computerchips hier nicht mit reinschmeißen? Okay. Verbraucher ist der OTAS Außenposten. Ja. So, Produktliste. Produkte, Stoffreime, Energiezellen, Erz. Produkt hinzufügen. Kahuna Fleischblöcke. A0. Ja. So. Ach so, mehr kann ich nicht hinzufügen erstmal. Gut. Dann würde ich sagen, wenn ich jetzt starten sage. Warte. Mindestlagerbestand beim Produzenten, beim Verbraucher. Oh, warte, beim Produzenten. So, beim Verbraucher. Frachtraum kannst du 90% nutzen. Produzenten nicht nach Plan anbringen. Bla, bla, bla. Bla, bla. Sprungantrieb. Mindestsprungreichweite. 200. Du kannst dich ja immer wieder neu eindecken. Ja, ja, ja. Nachrichteneinstellungen. Ja, ja, ja. Ja, dann war's das. Dann würde ich sagen, warte mal, Daten speichern. Daten speichern. Hier, du bist der Zulieferer. OTAS Werft. So. Gut. Ah, Mist. Jetzt muss ich den noch. Neuer Frachter 1, genau. Kommando. Name ändern. So, der Trantor-Lieferer bist du jetzt. Gut. Kommando, Kommandokonsole. Handel. Starte externe Warenlogistik. Nee, interne war das, wa? Handel, starte interne Warenlogistik, genau. Eingehende Nachricht. Laden. Und. Kommando akzeptiert. Starten. Spring in Sektor. Okay. Und der soll den Schrott jetzt hier rüber schaffen. Frachtboote. Jill ohne Eim. Also ein bisschen Eim brauchst du, falls du angegriffen wirst. Gut. Oh, das ist Energieversorger. Jetzt geht's los. Jetzt will ich sehen. Also, Handel. Ich verkaufe 4 Stück. Nee, 6. Mist, ich brauche ja 6 Schilde für die großen Frachter. Nee, ich nehme kleine Frachter. 25 MJ-Schild. Verkauft. Hä, hey, der hat doch 4. Ah, nee, jetzt hat er 4 von 6. So, finde auf Sektorkarte. Oh, das Schiffswerft. Handel. Brrrm. Nöt. Der braucht 4x25 Megajoule-Schilde. Und ich kann sie nicht kaufen. Es hat nicht geklappt. Was hat er jetzt falsch gelesen? Ach so, warte, nein. Ihr habt... Halt, du hast gesagt, ich soll hier 4 kaufen. Okay. Und jetzt beim Ausrüsten kann ich alle 4 ausrüsten. 25 MJ-Schild installiert. Oh, 4 Schilde. Jetzt habe ich 4 Schiffe getippt. Das heißt, ich habe jetzt mit den 4 Schilden 4 Schiffe ausgerüstet. Huhuhu, es hat geklappt. Okay. Landecomputer installiert. So, Mars, halt.
Maßkriegserweiterung. Sprungantrieb, Triebwerksscanner. Installiert. Versorgungssoftware, Warnlogistik. Okay. Installiert. So. Okay, es hat geklappt. Danke. Perfekt. Das heißt, ich brauche nur noch für jede Charge Einsatzschilde. Und damit kann ich 4 Schiffe oder was von mir aus 5 oder 10 Schiffe ausrüsten. Oh, das ist cool. Und ich habe noch 6 Schilde. 8 Schilde. Hier. So, das heißt, Otas auslandete Schiffe. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Dockst du jetzt an? An der Schiffswerft. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Genau. Denn damit du den Leuten Energie geben kannst, damit die dann hierher rüberspringen können für die restliche Ausrüstung. Okay. Das hat funktioniert. Gut. Ich bin jetzt nirgendwo hingeflogen. Das war jetzt eine Testfolge. Da werde ich wahrscheinlich auch so einen Titel schreiben. Aber das wollte ich jetzt ausprobieren. Und sobald sich meine Frachter jetzt hochgearbeitet haben, also nicht mehr Lehrling sind, oder ich versuche jetzt mal offscreen ein bisschen was Besseres rauszuholen, kriegen die ihre Produkte zugeordnet. Einer für Fressalien, einer für Energiezellen und einer für Erz und Silizium. Ja, dann würde ich sagen, Cetras, ich danke dir. Ich hoffe, ich habe das jetzt so umgelegt, wie du es mir erklärt hast. Und ja, und ich hoffe, das bringt was. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut und genießt den Tag. Und see you later.